Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Alpha Saphir. Und wir betreten gleich mal die Arena. Hier dürfen nur Trainer durch, die Besitz aller Arena-Orden sind. Trainer, lass uns sicherstellen, dass du wirklich alle Orden hast. Trainer, glaube an dich und deine Pokémon und geh weiter. Seltsam, die haben ja noch nicht mal reingeguckt. Okay, die Tür hinter uns ist zu, ich will raus, lass mich raus. Nö, doch nicht. Naja, dann gucken wir mal, was hier so los ist. Das sieht mir ein bisschen gruselig aus. Und jetzt kommt überall Sand. Okay, ich dachte, der erste Trainer ist Unlicht und nicht irgendwie Boden, aber... Wenn jetzt die Musik noch ein bisschen gruseliger wäre, dann hätten wir hier ein schönes Spukhaus. Tja. Mal sehen, gucken wir mal. Was da jetzt los ist. Oh. Der sitzt auf dem Stuhl. Das ist der erste Typ, der einen Stuhl hat. Also, und darauf sitzt, wenn er kämpfen will. Und er steht auf. Willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich von den Top 4. Klick. Ja, super. Das war sehr erfolgreich. Jetzt nochmal checken. Na, gut. Zähl da vorne, das kann ich nicht machen. Ja, Karpilz. Und Airstrike, das sind die beiden, die hier vorne richtig absahen werden, natürlich mit Zelda. Aber jetzt nochmal gucken, ob alle ein Item haben. Ein paar Tränke. Okay, mir fehlt da was. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr gekauft. Offscreen, natürlich. Aber naja, was soll man machen? Ah, ich mag deinen selbstbewussten Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Gut, das sieht gut aus. Danke. Dann lasst uns beide einen Kampf erleben, wie es in dieser Arena noch nie gab. Oder so. Habe ich zu schnell weggeklickt. Das ist Top 4. Ulrich. Mit Bullrich-Salz. Aber ich fordere ihn doch heraus. Und Magnaien, wieder erwartend. Ein Unlicht-Pokémon. Damit sollte aber Karpilz locker fertig werden. Na, ich bin mir nicht sicher, ob ich schneller... Bedroher, okay, das ist schlecht. Das bedeutet nämlich, ich werde ihn nicht fertig machen können mit einem Tempohieb. Also zertrümmern wir erstmal. In der Hoffnung, dass es mehr macht. Und... Ach, scheiße. Ey, vorhin hat er meinen Angriff gesenkt, jetzt steigt er ihn, aber ich bin konfus. Nee, egal. Jetzt kann ich ihn aber mit einem Tempohieb fertig sein. Bitte, bitte, schaff es. Ja. Aus der Verwirrung heraus geschafft. Super. Gut. Damit hätten wir schon mal das erste besiegt. Ein Absol. Nee, da möchte ich nicht drin bleiben. Weil ich bin noch verwirrt. Ich würde mich wahrscheinlich selbst töten. Aber Airstrike kann das alles ja machen. Komm schon, Airstrike. Mach mal einen Schwerttanz, denn ich glaube, Absol kann nur Unlichtattacken. Also zumindest nichts, was effektiv gegen dich ist. Er wird kein... Oh, scheiße. Aeroas. Oh, das war knapp. So knapp. Und mit dem Temposchub dürfte jetzt auch die Zornklinge kein Problem mehr machen. Zack. Und da geht es down, sein markantestes Pokémon. Und wir haben sogar ein Level Up. Level 47. Und wie... Kreuzschere. Ach, habe ich nicht vorhin die TM dazu gefunden? Na, so ein Zufall, dass er das lernt. Ich hätte glatt vergessen, ihm das beizubringen. Aber das ist ja um einiges stärker als Zornklinge. Also gleich mal draufpacken. Noch ein Temposchub. Ulrich setzt als nächstes Tengulist ein. Das hat bestimmt eine Prio-Attacke. Wechseln wir mal aus. Das hat bestimmt irgendeine Prio-Attacke. Sei es nur Mogelhieb oder so. Also Tiefschlag würde ich tippen. Los, Karpilz. Tempohieb es. Und da ist der Mogelhieb wieder erwarten. Ein Volltreffer. Die wollen mich hier jetzt gleich mal mit Hex weghauen. Und da gleich... Och Mann. Mit einem KP überlebt. Wahrscheinlich. Und wir mit zwei überlebt. Oh mein Gott, das Sondersensor. Und da kommt die Top-Genesung wieder erwartend.
Aber diesmal haben wir es besiegt. Das ist also ganz knapp der Wert gewesen. Und jetzt kommt Torhaido. Das ist natürlich extrem doof. Weil wir haben gegen Torhaido nichts. Gar nichts. Da muss ich jetzt mal Bollwerk reinbringen. Das ist ja mein physisch-defensives Pokémon. Mega entwickeln und Erdbeben, weil alles in Wasserattacken sind nicht effektiv. Und Steinhagel ist keine Step. Und Erdbeben ist sowieso das Stärkste, was ich habe. Mal gucken, wie weit du kommst, Bollwerk. Knirscher. Oh, hoffentlich macht das nicht zu viel. Ja, das passt. Und da wirst du weggebebt, Torhaido. Und weg mit dir. Level 48. Ja, das geht ja noch. Ein Noctuska. Jetzt mal gucken. Welche war Käfer effektiv gegen Pflanze? Ich glaube ja. Oder war es zumindest nicht effektiv? Moment. Käfer ist effektiv gegen Gras. Ja, dann haben wir hier eine Vierfachschwäche. Dann. Noctuska. Weiß ich hundertprozentig, dass es nicht das schnellste Pokémon ist. Da wird die Kreuzschere gleich mal richtig reinhämmern. Und Noctuska wurde besiegt. Ich habe verloren. Ich, Ulrich von der Top 4. Naja, macht nichts. War trotzdem lustig. Einer wie ihr erhält 8000 Poké-Dollar. Mann, du bist billig. Als Verlierer habe ich dir nur eins zu sagen. Du bist bestens gewappnet für das, was noch kommt. Deshalb solltest du jetzt in den nächsten Raum gehen. Zum nächsten Kampf. Geh weiter. Der Kampf, der dich in der nächsten, im nächsten Raum erwartet, sollte dich bei guter Laune halten. Ja, aber erstmal versorgen wir unsere Pokémon. Sonst haben wir irgendwie ein Problem und, naja, ich glaube, Hypertrank hilft. Schade, dass wir so wenig davon haben. Was mache ich eigentlich? Ich sollte über den Beutel machen, besonders wenn ich mehrere heilen muss. Und gucken wir mal, wie viele Supertränke wir verbrauchen. Na, da ein, noch ein. Na komm, noch ein. Das waren jetzt schon 14 Punkte, aber haben nichts Schlechteres. Na dann mal weiter. Oh. Lavendel. Oder? Und Lilien. Nee, Wasserrosen. Das sind doch Lilien. Aber mal sehen. Oh, geisterhaftes Licht. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass diese ganzen Top 4 hier eher eine Art Gruselhaus sind, als wirklich begeisterte Pokémon-Trainer. Und da geht die Tür auf. Jetzt nochmal schnell gucken, wen wir in der Front haben. Ja, hier. So, lieber Latias vorsetzen und Zelda, das sind die beiden, die was gewinnen sollten. Und Grendel ist schon noch in der Hinterhand. Mit seinem Knirscher. So, da zittern die Lampen. Macht irgendwie Angst. Und da ist eine Hula-Dame aus Hawaii. Hula, hula, dude. So, mal sehen. Hihi, haha, ich bin Antonia von den Top 4. Unerwartet. Geistersicht. Durch mein Training am Pyroberg habe ich die Fähigkeit erlangt, mit Geister-Pokémon zu kommunizieren. Hihi, haha. Ja, so stark ist das Band zwischen mir und meinen Pokémon. Deswegen solltest du dich glücklich schätzen, wenn es dir gelingt, meine Pokémon überhaupt Schaden zuzufügen. Probier das ruhig mal aus. Haha. Was ist Top 4? Antonia. Schönes Bild. Eine Herausforderung von Top 4 Antonia. Zwirklopp wird von Antonia eingesetzt. Zwirklopp? Na komm, Latias. Das machst du fertig. Selbst der Erzwinger wird dir nichts bringen und hier kann ich mich gleich mal als Latias gleich mega entwickeln.
Los geht's, Latias. Du machst es fertig. Ich glaube an dich. Nebelball. Okay. Speziallang. Nein. Nein. Wieso können die Gegner immer nur irgendwelche Attacken, die mich verwirren? Och nee. Komm schon. Mit Feuerodem bringst du. Paralysierst du's. Na. Verwirrung. Selbstverletzt. Finsterfaust. Okay, das geht. Aber jetzt komm, jetzt. Geh durch die Verwirrung. Nein, schlag dich nicht vor lauter Verwirrung. Okay, noch eine Finsterfaust. Jetzt wird's knapp. Oh, 4 HP. Ich sollte heilen. Das, solange die Verwirrung anhält, kann ich eh nicht. Kann ich eh nicht darauf hoffen, das zu besiegen. So, dann hier mal Hypertrank. Gut. Noch eine Finsterfaust. Okay. Kampf. Jetzt aber. Komm, du geh durch die Verwirrung. Ach nee. Irgendwie ist Feuerode verhext. Der setzt Fluch ein. Okay. Ouch, das tut weh. Ich glaube, ich sollte auswechseln, weil der Fluch, der könnte mich sonst töten. Aber Ninjask wird das beenden. Ich glaube, Käfer ist nicht effektiv, aber das ist ja egal. Irgendwie haben spezielle Attacken eh nicht so viel abgezogen. Na komm, dann können wir uns nochmal boosten. Weil ich glaube, die Finsterfaust bringt uns nicht um. Aber der Konfusstrahl bringt uns um. Och nee, ich vergesse immer diese Verwirrungstaktiken. Naja, Temposchub. Los. Jetzt hier, na Aeroas. Ist verwirrt. Okay, das ist über die Hälfte und ja, super. Ich mag's, wenn ihr Fluch einsetzt. Dann tötet ihr euch nämlich selbst. So. Jetzt kriege ich noch Schaden durch einen riesigen Nagel im Kopf. Schade. Na, Temposchub natürlich nochmal, aber ich glaube, ich werde zu Beerus. Nee, da wechsle ich lieber aus, weil ich habe nur ein Pokémon, das eine effektive Attacke dagegen hat. Nämlich meine Fee. So, zu Beerus. Jetzt hier gleich mal mit der Mondgewalt reindrücken und er hat einen Mogelhieb. Sei nicht zurückgeschreckt. Okay, dann nochmal. Mondgewalt. Okay. Volltreffer. Ja, das war gut. Das ist gut, das ist gut. Immer gut, immer gut. So, jetzt kommt Barnett. Na, nee, da bleiben wir drin. Die können uns, glaube ich, nicht umbringen und... Dann gucken wir mal, was wir mit unserer Psycho-Attacke. Müsste eigentlich... Nein, ist kein One-Hit. Okay, Psychokinese... okay. Haben wir 4 verloren und klar, da muss jetzt eine Top-Genesung kommen. Okay. Es wirkt jetzt. Jetzt komm, machen wir dich noch mit einem Donnerblitz fertig, damit wir das Ganze beenden. So. War nett. Nein, wir kämpfen weiter. Das andere hat uns kaum Schaden gemacht. Und dann gucken wir mal, wie Donnerblitz sich hier auswirkt. Ah, und die Paralyse. Das ist natürlich noch super. Aber das hat ein Nachspiel. Barnett möchte, dass der Gegner ein Nachspiel erträgt. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt kann, aber wenn ich dich mit Donnerblitz fertig mache, dann... Ach so. Hat nachgeholt AP verloren. Das habe ich jetzt einfach mal irgendwas mit AP. Auch nicht schlimm. Ich habe es ja fertig gemacht. Zwirrfinst. Machen wir mal weiter.
Ach ja, Zwirrfinst. Oh. Mit der Zwinger. Ach du Scheiße. Ich habe keine AP mehr auf Donnerblitz. Na, da muss die Psychokinese ran. Oh, das macht nicht gerade so viel. Und das macht genug Schaden. Aber wir hoffen jetzt einfach mal auf den Crit. Nein. Noch eine Bürde. Okay. Das ist nicht unbedingt gut. Aber mit der Mondgewalt können wir es beenden. Komm schon. Perfekt. Zelda-Hitzet. Gut, gut, gut. Ach Mensch, verloren. Ha, du hast halt verloren, weil du es nicht besser kannst. Das Band zwischen dir und deinem Team ist ebenfalls sehr stark. Das war mir völlig entgangen, deshalb kann ich eigentlich nur verlieren. Konnte ich eigentlich nur verlieren. Jetzt möchte ich aber auch sehen, wie weit sich dieses Band bringt. Geh bitte in den nächsten Raum. Ich klicke einfach zwischen den Sachen weg, habe ich das Gefühl. So. Jetzt erstmal die Leute versorgen. Denn ich kann euch noch sehr gut in den nächsten Kämpfen gebrauchen. Wobei wahrscheinlich eher ein Großteil meiner Pokémon jetzt im nächsten Kampf völlig sinnfrei wird. Okay. Habe ich noch was vergessen? Ja, hier Bollwerk als Lead. Das ist der einzige, der was ertragen kann und vielleicht noch austeilen kann. Flammenwurf. Granderson kann Flammenwurf lernen. Knirscher hat sie jetzt nicht wirklich gebraucht, oder? Na, dann gucken wir mal. Flammenwurf vergessen. Flammenwurf erlernen und dafür Knirscher weg. 1, 2 und schwupp. Ja, das war ein Knirscher und dann Flammenwurf. Okay. Ja. Sonst kann ich niemandem was beibringen. Na gut, dann hoffen wir mal, dass unser schlimmster Gegner, den wir hier jetzt haben, dass der einfach... Oh, schön eisig hier. Schön frostig hier. Und bei unserem nächsten Gegner, der uns hier erwartet, da springt die Türe glatt auf im eisigen Wind. Und alles ist vereist. Okay. Ihr wollt die Leute irgendwie zum Ausrutschen bringen? Nee. Nee, ich rutsche nicht. Na dann weiter. Und zur Seite kommt man zumindest nicht raus. Dann schauen wir mal, was die Frau so hat. Okay. Willkommen, mein Name ist Fosina von den Top 4. Ich bin von weit her nach Höhlen gereist, um die Eisattacken meiner Pokémon zu perfektionieren. Aber bisher haben mich nur lausige Trainer mit noch lausigeren Pokémon herausgefordert. Wie sieht's mit dir aus? Es würde mich überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Irgendwie ähneln die Top 4 hier eher im Gruselhaus. Was ist Top 4? Frosina. Eine Herausforderung von Top 4 Frosina. Firnontor. Okay, Firnontor. Das Bollwerk wird sich gegen dich erheben. Und hier können wir auch gleich mal auf Mega schalten. Und mit dem Steinhagel sollten wir eigentlich gut Schaden machen. Schließlich ist es ja Eis. Gut, gut. Oh, ein Lichtschild. Lichtschild, Spezialattacken, okay. Das interessiert unser Bollwerk nicht. Lass es zurückschrecken beim nächsten Mal. Oh, ich bin jetzt schneller. Okay. Aber ich habe es jetzt besiegt. Das war zumindest sehr einfach. Da kann aber Bollwerk kann dann sogar noch weitermachen. Oder, na, wechseln wir mal aus. Frostetie ist ja ein Geist-Pokémon. Und da haben wir ja super Chancen mit unseren, mit unseren Attacken.
Gucken wir mal. Ach, scheiße. Ich habe die AP vergessen. Nein. Okay, dann boosten wir uns erstmal. So. Spezialangriff, Spezialverteidigung. Okay, Konfustrahl. Das ist natürlich wieder bescheiden. Na dann, greifen wir mal auf unsere Heilmittel zurück. Hier müsste es auch sein, die Beere. Oder? Lava-Keks? Das ist Pirsichbeere? Nee, das... Hä? Nee. Nee, das ist ja auch nicht. Nee. Oder... Nee. Ach so, da steht ja auch AP. Oh Mann. Und da ist ja die Jonah-Beere. Und was geben wir ihm? Psychokinese. Ist. Hagelsturm. Okay. Das ist nicht unbedingt super, aber. Ja. Okay, wir haben Schaden genommen. Okay, jetzt schauen wir mal. Psychokinese jetzt aber. Komm durch und mach's fertig. Nein. Verwirrung. Unheilsböden. Okay. Das zieht jetzt nicht so viel ab. Zum Glück haben wir unsere Verteidigung gestärkt. Und das Lichtschild ist vorbei. Super. Dann haben wir gleichzeitig auch noch das erledigt. Und das war sehr knapp. Okay, Hagelkörner noch. Da müssen wir uns hier teilen, weil sonst Verwirrung und so. Ein Hypertrank, ja. In der Hoffnung, dass es jetzt irgendwas anderes macht. So, Top-Genesung. Na super. Okay. Hagelkörner, ja, das ist nicht wirklich schlimm. Psychokinese sollte es doch jetzt... Nein, bringt das nicht um. Und er will ihn schon wieder verwirren. Wie einfach jedes verdammte Geist-Pokémon Konfustrahl kann. Und es hat aufgehört zu hageln, naja. Dann... Schauen wir mal, ob Gedankengut funktioniert, weil ich weiß jetzt, ich kann es eh jetzt nicht töten. Und wenn ich mich jetzt booste, habe ich in der nächsten Runde vielleicht Glück, wenn ich seinen anderen Pokémon begegne. Dann bin ich ja auf jeden Fall stärker. So, jetzt darf Psychokinese auf jeden Fall umbringen, wenn ich denn darf. Und nein, ich darf natürlich nicht. Aber er ist so dumm und setzt nur Hagelsturm ein. Entschuldigung, sie. So, dann mal gucken. Wo steht hier? Nimm diese Psychokinese. Yay. Und Frostetje wurde besiegt. Zelda wird von Hagelkörnern getroffen. Als nächstes möchtest du... Ja, nein, ich habe mich jetzt extra geboostet. Und wenn ich jetzt durch die Verwirrung durchkomme... natürlich wieder getroffen und da kommt ein Spukball. Das ist nicht so toll. Und wieder Hagelkörner. Okay, jetzt volles Risiko. Nicht mehr verwirrt. Psychokinese sitzt. Super. Dann passt dir alles. Gut. Hagelkörner. Und dann kommt Walreißer. Möchte ich da wechseln? Ich bin nicht sicher. Bollwerk? Ah ja, komm. Bollwerk macht es schon. Komm schon, Bollwerk. Das ist nur ein riesiges, doppelzahniges Wal, wie nennt man das? Eine Riesenrobbe. Ja, hier. Blizzard, oh, das könnte wehtun. Und das tut's auch, aber das war ein Volltreffer natürlich. Und das hat aufgehört zu hageln, was für mich selber natürlich nochmal doppelt von Vorteil ist.
Weil ich krieg jetzt hier keinen Extraschaden. Und ein Hypertrank frischt mich auf, denn er wird jetzt wahrscheinlich... Oder er verfehlt, weil kein Hagelsturm da ist. Jetzt hoffe ich mehr darauf, dass du dieses Mal zurückschreckst. Könnt doch auch mal gerne eine Hex haben. Eiseskälte. Oh. Eiseskälte ist, glaube ich, eine Attacke, die tut Wasser-Pokémon weh. Da habe ich ihn endlich geschlagen mit einem Volltreffer. Warum muss der Volltreffer zum Schluss kommen? Kann der nicht früher kommen? Jetzt ist nur noch Firnantor übrig. Naja, wir werden Firnantor schon zeigen, was eine Harke ist. Ja, das geht doch. Das ist... Au, das ist der Gefriertrockner, wie ich gesagt habe. Aber wir sind schneller. Ich denke mal, wenn ich nochmal Steinhagel mache, dürfte das gewesen sein. Und das war's dann auch. Ja, dann haben wir den dritten der Top 4 besiegt. Juhu, Ballwerk, du bist super. Du bist super, duper, Ballwerk. Du und deine Pokémon-Team, in euch glüht regelrecht ein Feuer. 8000, oh, das ist auch nicht gerade viel, das ist irgendwie wenig. Du und deine Pokémon, eure Zusammenhalt verbrennt alles. Kein Wunder, dass die Eisattacken meines Teams von dir dahin schmolzen und dir nicht schadeten. Geh weiter in den nächsten Raum. Dort wirst du die schrecklichste Seite der Pokémon-Liga kennenlernen. Tja, aber die Folge hat jetzt leider schon ein bisschen Überlänge und ich will es nicht zu lang ziehen. Deswegen beenden wir es hier und ich wünsche euch noch viel Spaß beim nächsten Mal. Tschüss.